Hallo und herzlich willkommen zurück zu Open Transport Tycoon Deluxe aus La Neuville. Also Neustadt, kann man so sagen. Neuville, ja, müsste glaube ich Neustadt heißen, wobei es für neu ja auch wieder x verschiedene Abwandlungen im Französischen gibt. So, wir waren zuletzt hier unten, haben ja so ein bisschen Spaß mit den Schiffen gehabt. Und jetzt ist die Frage, was machen wir als nächstes? Aber wir gucken erstmal in die Kommentare rein. Retroscope. Kannst du nicht einfach hingehen und in deiner Liste in den Kategorien nachsehen, die der alte Waggon transportieren konnte, aber der neue nicht? Ja, das hat sich schon erledigt gehabt. Das lag ja daran, dass der fehlende Zug ja noch in dem Depot war. Dann, Norman sagt noch, sehr merkwürdig, was da zusammengebaut wurde bei Bahn immer zocken. Ja, habe ich schon mal darauf hingewiesen, dass er mal seinen Kanal, seine OpenTTT-Videos anguckt. Bisschen weird, was er dort baut, aber wie sagt man so schön, es ist nicht blöd, wenn es funktioniert. Beim nächsten Megastar wirst du sehen, ob es funktioniert. Dazu wirst du dich dann wieder fragen, was habe ich da bloß gemacht. Ja, da ging es wieder um irgendeine Umrüstung, Holzschwert hält, Folge 350, das ist super, Halbzeit auf die kommenden 350 Folgen. Ja, könnte vielleicht ein paar mehr werden. FOT Sugi schreibt, toll, dass es noch Let's Plays zu oben TED gibt. Wie hast du deine UI eingestellt? Bei mir ist es viel kleiner. Das ist jetzt in den neueren oben TED Versionen so, dass man hier auf den Schraubenschlüssel geht. Einstellungen, nee, Quatsch, falsche Bude. Ich meine natürlich Spieleinstellungen, dann kann man hier das richtig schön geil skalieren. So, was haben wir noch? Liegt sicher an der Bausubstanz, wenn du den Nachbarn hörst, ja. Das sind halt alles hier mal Pappwände. Sowas wie Fernseher dran schrauben, kann man im Prinzip vergessen. Wenn du auf den Bahnhof die Haltestelle klickst und auf Historie gehst, siehst du, wie viel in der letzten Zeit angeliefert wurde. Das hatten wir schon das eine oder andere Mal gehabt im Video, glaube ich. Ja, genau. Passt soweit. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Ich würde erstmal sagen, dass wir die Nahrungsmittel erstmal in die Städte bringen, wenn ihr mich fragt. Damit wir was zu futtern haben. Das ist ja hier bloß Muttens, Spitz, Wetzikon. Und hier hoch, die zwei Städte. Theoretisch könnte man das mit einem Schiff machen, ne? Weil hier könnte man einen Hafen hinstellen. Wenn man das möchte. Wir haben das hier gebaut. Ach, das ist das mit diesen komischen Tunneln, ne? Wo wir auch so ewig gewartet haben, bis das mal baubar war. Eigentlich wäre das cool, wenn man hier so einen Kanal hätte. Die fahren hier hoch, hier lang, unter der Brücke durch und müssten dann hier ankeddeln. Ach, das geht aber nicht direkt bis zur Stadt, ne? Das ist natürlich auch blöd. Na doch, hier! Hier würden die dann hochkommen. Und könnten das dann hier abliefern. Und dann müsste man halt bloß annehmen, dass Spitz da auch von profitiert. Wobei, bevor man das hier lang baut und dann hier oben, könnte man eigentlich auch hier oben lang fahren lassen. Aber irgendwie hätte ich viel mehr Bock, da einen Zug zu bauen, der das transportiert. Die Frage ist bloß, wie macht man das jetzt am besten? Wie kann man denn Spitz und Wetzikon hier los, übelst am Gähnen. Dabei war ich doch vorhin draußen gewesen. Das Holz, das geht doch hier auf die Was ist denn das für ein Brummton? Ist das im Kopfhörer drin? Ach so, oh. Oh, ich sehe schon.
Die Boxen waren noch an. Ich habe ja so einen Umschalter, wo ich von Headset auf Box und umgekehrt umschalten kann. Und da muss man aber die Boxen dann ausmachen, weil man dann so ein komisches Brummen hört. Ich hoffe mal, dass man das nie in der Aufnahme hat. Aber wenn, dann wären es nur die ersten 5 Minuten und paar Sekunden gewesen. Mir gefällt nicht, dass dort ein Warnübergang steht. So, die. Gut, für einen LKW ist das fast schon zu weit. Ich könnte aber, man könnte die Nahrungsmittel hier unten am Tagebau droppen und dann mit einem LKW dort hochfahren. Dann müsste man halt, da würde man sich halt so ein bisschen neue Infrastruktur einschauen. Und hier bei Wetzikon würde ich es genauso machen. Und hier auch Muttens Zeche und dann passt das. Dann fährt halt immer ein LKW hinterher. Und hier, der ist ja bloß zum Entladen. Da macht das ja nichts, wenn da mal was beladen wird. So, das ist jetzt der 110er. Die 110er Straße of Death, wie man so schön sagt. Passt das? Ah, nee, ganz. Aber es ist natürlich blöd, dass ich jetzt hier einen Bahnübergang habe. Ne? Da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Auf sowas. Das ließe sich entschärfen hinten. Oh, das ist ein Signal im Weg. Kann man da drüber bauen? Geht das bei oben TTD? Ich bin gespannt. Oh, es geht. Glück gehabt. Grüße gehen raus an die Sweet Transit Entwickler. So, da können wir dann hochfahren und das dann irgendwie zentral abliefern. Dann können wir auch noch eine Buslinie. Ja, gut, eine Buslinie. Binningen, dafür, dass die Bus irgendwie eh einen Bahnhof haben. Beziehungsweise hier unten ist noch was und da und da und da, aber trotzdem, ne, die gehen ganz schön ab, muss man sagen. So, Nahrungsmittel, da haben wir gleich einen Laden im Stadtzentrum. Das heißt, wir schmeißen das dort einfach hin. Der würde auch noch Post akzeptieren. Hier ist so eine Tankstelle, die würde auch Nahrungsmittel akzeptieren. Stimmt, so ein überteuerter Tankstellenshop. Das wäre genau das Richtige, was dort hinpassen würde. Nahrungsmittel. Haben wir da irgendwie einen schönen Mettler-Truck vielleicht? Nee, ne? Sortieren nach Einführungsdatum. Da bleibt nur der Ice Express. Oder der Eldin Verso Special. Was haben wir denn da bisher genommen? Unterschiedlich. Das ist der Elsin Verso Special. Das ist das Eisding. Dann haben sie hier noch solche LKWs. Oh, die ist auch schon überaltert. Wahrscheinlich kriegen die halt nicht genug. Und hier haben wir noch solche kleinen Mettler. Nehmen wir den Aldin Special, weil der einfach mehr wegkriegt. So, vollladen. Achso, ah, nee, warte mal. Jetzt ist natürlich die Frage nach dem. Ach, warte mal, das lässt sich ja noch korrigieren. Dann fahr mal bitte noch eine Runde, damit ich das hier
zweigleisig bauen kann. So. Jetzt kannst du wieder umdrehen. Guck mal, hier ist so viel Ölsand drin und nur eine Lok. Ich glaube, da geht noch was. Wo ging das überhaupt hin? Hier. Das ist ja dann die Lok dort, ne? Ölsand und Kohle. Waren wir hier eigentlich schon fertig mit dem, was die hier tüdeln sollen? Das ist doch bestimmt das hier unten, eine Schwefel. Und Öl wäre da noch drin. Wird das Öl, wurde das Öl ja schon weiter transportiert? Nee. Ah, nee, sind zwei Ölsandzüge schon. Na gut, hier sind aber so viel drin. Da geht auch locker noch ein dritter und ein vierter. Hä, warum zeigt denn der hier bloß... Ach so, warte mal, das ist dann das andere Ölsandding. Ah, ich verstehe. Machen wir erstmal nur noch einen dazu. So, und das andere Ölsand-Dingens, das war jetzt... Das war jetzt wo? Oh, hier stehen sie bei den Kohlezügen. Und die Nahrungsmittel sind auch leer. Hä, wo war denn der zweite Ölsandzug? Ja, das zweite Ölsand, Nupsi. Wenigen Tagebau. Ach ja, Spiez-Ölsandaufbereitung. Spiez-Ölsandaufbereitung? Wo ist denn das? Ah ne, das ist das. Der kommt von Spiez-Waldrand. Ach, hier unten. Oh, hier ist aber auch wieder viel drin. Man noch mal zwei. So, jetzt machen wir erstmal den Nahrungsmittelzug. Das ist natürlich geil, wenn die ganzen Nahrungsmittel hier mit den Schiffen mitnehmen. Das ist nicht so der Knaller. Aber so viele Ersatzteile, die es dort gibt. Baustoffe gibt es auch irgendwas.